Hallo Freunde und willkommen zu den Kanal-News Nummer 13. Boah. Steffi ist dabei. Ja. Ich bin auch dabei. Wie immer. Ja. David fehlt, wie immer. Wie immer. Ja, wir heißen euch natürlich herzlich willkommen zu den ersten Kanal-News des Jahres 2013. Ja, auch nochmal nachträglich frohes neues Jahr, auf liebe jeden Leute. Fall. Falls ihr das Minecraft-Video nicht gesehen habt, nochmal nachträglich ein frohes neues Jahr von uns beiden. Ja. Ja, Titel, was war und was wird? So haben wir uns das gedacht. Ja. Warum haben wir uns das gedacht? Darauf kommen wir natürlich im Laufe dieser kleinen Kanal-News zu sprechen, die allerdings diesmal etwas länger sein wird, also nicht wundern. Aber ihr könnt zwischendurch natürlich springen, wenn euch Sachen nicht interessieren oder sonstiges. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch sogar unten drunter so Marktpunkte setzen und sowas, aber das seht ihr ja dann. Ja, wir fangen an mit etwas ganz Besonderem, was uns am 31.12. bis heute, übereilt hat und natürlich auch überrascht hat. Mehr als überrascht, also wir sind sprachlos. Wir wollten ein 200 Abonnenten-Special machen, aber jetzt sind wir schon bei 230 innerhalb von 24 Stunden, Leute. Wir haben mal, damit ihr uns glaubt, haben wir eine Grafik vorbereitet, wo ihr jetzt sehen könnt, dass wir am 31.12. mit 179 Abonnenten unterwegs waren. Ja. Und jetzt am 1.1. 230 haben. Ey, das war ein Feuerwerk von Abonnenten. Ja. Das vielen Dank, Leute. Also auf jeden wenn, Fall. Vielen Dank. Wenn das stimmt, wenn das kein Fehler von YouTube ist, dann danken wir euch natürlich herzlichst. Denn das ist ja echt mega heftig. Das ist echt heftig. Also, ich war mich schon am Fertigmachen für die Silvesterparty, die wir hier hatten. Und auf einmal kommt Carsten, du musst mit runterkommen. Ich denke, ach du Scheiß, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt? Und dann hat er mir dann schon, da waren wir schon bei 193 oder so. Das heißt, da waren da ja schon 19 mehr. Ja. Ne? Ja. 19. Ja, 24 sogar schon. Nee, ja. 14. 14. 14. So, 14 mehr. Ich klicke abends irgendwann mal rein. Ich sag, wir haben über 200. Ja. Da hat er mir einen Vogel gezeigt. Ich sag, nee. Das war echt die Sensation des Tages gestern. Also nicht nur, dass wir ein super Neujahrsfest hier hatten mit Fondue und allem drum und dran, sondern auch einen riesigen Zuwachs von Abonnenten. Sie hat noch zu mir gesagt, am 31.12., ach, da laufen noch keine Views bei uns auf dem Kanal. Und dann Abo, 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 Abo. Ey Leute, vielen Dank dafür. Ja. Echt nice. Was sollen wir da noch zu sagen, ne? Also Hammer. Das ist echt der Hammer. Ja. Achso, und warum wir hier so... Ah ne, das machen wir, kommt alles noch. Wir kommen jetzt, warum auch immer, der Titel hat es ja schon gesagt, was war und was wird. Damit begeben wir uns jetzt in das Terrain oder in die Rubrik, was war. Und da haben wir uns jetzt so ein paar Sachen überlegt, worüber wir so quatschen. Deswegen haben wir auch den Bildschirm mit einem Textdokument schon geöffnet, damit wir auch einen Ablauf haben, weil sonst vergessen wir, was wir alles bequatschen wollen. Das geht nämlich total schnell. Das ist nämlich diesmal viel. Genau, und diesmal kommen wir jetzt in die Rubrik Was war? Und zwar Let's Plays, die übers Jahr liefen. Und zwar alle Let's Plays haben wir einbezogen, in drei Kategorien unterteilt, wo jeder halt sein Feedback gibt. Die erste Kategorie ist Solo-LP für Steffi. Mhm. Du hattest ja ein paar Solo-LPs. Ja. Was war für dich die Überraschung des Jahres? Die Überraschung des Jahres. Solo-LP war für mich in der Tat Captain Morgan. Captain Morgan. Das war für mich eine sehr derartige Überraschung. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass auch so viel Feedback heute noch kommt. Das ist echt der Hammer. Also damit hätte ich neben dem gerechnet. Okay. Ja. Captain Morgan. Ja, klingt ja schon mal sehr interessant. Captain Morgan ist ja auch ein super Spiel gewesen. Ich hatte mir das ja auch etliche Folgen angeguckt. Ja, nächste Kategorie ist natürlich Solo-LP von mir. Da muss ich jetzt mal gerade schwer nachdenken, weil so viele waren das ja gar nicht. Solo-LP von mir. Ich glaube, da muss ich wirklich Siedler 7 sagen. Weil... das Spiel ist einfach mega cool und vor allem das Feedback, was ich da bekomme, ist ja auch richtig nice. Ja. Ne? Also für mich ist die Überraschung des Jahres Siedler 7, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich habe ja, glaube ich, im April
habe ich ja wieder angefangen zu spielen, immer mal wieder kleine Pausen dazwischen, weil ich ja immer Kampagnen abschließe und dann mal 2-3 Tage Pause mache und sowas. Aber ich habe ja im April des Jahres mit dem Projekt wieder angefangen, wo ich ja im Februar aufgehört hatte oder so. Und ich habe wirklich, wenn ich jetzt eine Folge Siedler 7 hochlade, am nächsten Tag 30 bis 40 Aufrufe und auch nochmal hier einen riesen Dank an euch. Und da fällt mir nämlich gerade schon ein, dass wir hier vergessen haben, was aufzuschreiben, was ich jetzt mal eben ganz schnell mache, damit wir das nämlich nicht vergessen. Es tut mir leid. Und zwar... So. Das habe ich vergessen aufzuschreiben. Ja, so kommt ja, das, ne? So kommt also das müssen wir natürlich alles mit reinpacken. Ja, also mein Solo-LP war Siedler 7, da das weicht jetzt noch immer mein Herz auf. Ihr seid die besten Leute. So mein Herz auf der linken Seite ist und nicht auf der rechten, aber ist ja... Nein. So, jetzt kommt die dritte und letzte Kategorie. Ja. Und zwar... Bestes oder überraschendstes oder schönstes oder was auch immer Together-Projekt? Also mein schönstes Together-Projekt, muss ich sagen, war Survive Minecraft. Survive Minecraft? Survive Minecraft, ja. Okay. Weil wir sind ja wirklich auf einer minimalen Insel gestartet mit einem Baum. Und was wir da damals rausgemacht haben und geschafft haben, das war... Das war cool. Das war cool. War nur schade, dass dann dieser Survive-Faktor irgendwann endete, ne? Weil man hatte alles und man konnte eigentlich gar nicht mehr sterben. Hätte man auf Hardcore spielen müssen. Ja. Naja, da gab es, glaube ich, noch keinen Hardcore-Modus. Also für dich Survive Minecraft. Ja. Ja, mein bestes oder überraschendstes Together-Projekt, man wird es nicht glauben, aber es ist Don't Starve. Ey, das Spiel hat es mir so angetan. Das ist so ein geiles Spiel. Und... Das Lustige ist, das war noch nicht mal geplant und wir haben als nächstes, da stehen ein Spieler Don't Starve als Überleitung. Mein Lieblingsprojekt Don't Starve, warum? Es sieht nach nichts aus, beinhaltet aber sau viele Sachen. Man ist da auf kleinen Inseln gefangen, wo man Ressourcen sammelt, man muss Gras sammeln, Steine kloppen, Holz hacken und man darf eben nicht starven, also nicht verhungern. Und das wird einem nicht einfach gemacht durch irgendwelche Bäume, die aufstehen, weil der Wald zu viel gehackt wurde oder irgendwelche Schweine, die sauer werden und dich auf einmal angreifen oder Spinnen, die da umherlaufen und ey, das Spiel, das beinhaltet wirklich viel und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die erste Staffel ist ja schon vorbei und jetzt kommt die Überleitung. Eine Minute Don't Starve, nee, es waren doch circa eine Minute, 45 Sekunden oder so, und ein Spieler Don't Starve nur für euch. Schaut mal rein. Viele Viecher raus. Boah. Boah, da wurden wir einmal getroffen. Mal eins kaputt gemacht. Ah. Boah. Oh. Also die Rüstung ist echt nice, ey. Ja? Ja, die bringt. Boah, die bringt's echt. Ich wurde schon so oft jetzt getroffen. Boah, jetzt kämpfe ich mal richtig. Ich glaube, den nehmen wir uns. Räumen wir mit. So. Ja. Ja. Das Spiel ist natürlich echt der Hammer. Da hatten wir jetzt leider eine Szene, oder was heißt leider, haben wir jetzt eine Szene von mir genommen hauptsächlich, unten rechts im Bild gesehen, weil ich ja da gegen diese 12 oder 13 Spinnen auf einmal gekloppt habe. Das sah übel aus, ja. Das war echt heftig. Steffi hatte natürlich auch ähnliche Situationen, aber wir mussten ja, wir haben jetzt auch nicht so viel Vorbereitungszeit gehabt. Wir haben nämlich heute den 1.1. und am 2.1. soll das Ganze ja schon hochgeladen werden. Ja. Dementsprechend mussten wir da halt schauen, dass wir das dann alles noch vorbereitet bekommen. Ja. Don't Starve, mega Spiel, muss ich sagen. Zweite Staffel folgt auf dem Fuße, das haben wir auf jeden Fall schon beschlossen. Ja, das ist beschlossene Sache. Wir wissen noch nicht, wann genau. Anfang Januar ist momentan geplant, Anfang Januar. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber ihr werdet es früh genug erfahren und es wird sofort in der Upload-Tabelle auch aktualisiert. Ja. Nicht wundern, dass da oben immer noch zuletzt aktualisiert 20.12. oder so steht. Zwischendurch wurde das schon mehrfach aktualisiert. Ich habe es nur nicht eingetragen, dass ich es aktualisiert habe. Das sollte ich dann einfach jetzt mal gleich machen. Achso, ich habe gedacht, das passiert automatisch. Nee, das habe ich reingeschrieben. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann musst du ja nichts mehr machen. Nee, das habe ich reingeschrieben. ja, das aktualisieren wir aber auf jeden Fall nochmal, dass es eben am 1.1. schon aktualisiert wurde.
Ja, Don't Starve, zweite Staffel, folgt auf dem Fuße, da werden wir keine Kanal-News zu machen, also einfach in die Upload-Tabelle reingucken oder halt warten, bis dann die zweite Staffel erscheint. So einfach ist das. Ja. Ne? Ja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, was war in diesem Jahr bei uns so los? Ganz viel hat sich verändert mit unserem Equipment, sag ich mal. Ja, ganz viel. Ganz viel, das hört ihr jetzt zum Beispiel auch. Müsstet ihr jetzt eigentlich hören, weil wir hören, wir sprechen nicht über die Kamera, sondern wir sprechen jetzt über unsere Mikrofone, beziehungsweise über eines unserer Mikrofone. Und das ist natürlich das Letzte, was sich aktualisiert hat. Was hat sich bei dir denn alles so verändert? Bei mir hat sich mein PC verändert. Mein PC ist besser, schneller geworden, wird demnächst auch nochmal wieder eine Änderung geben. Neue Festplatte kommt bei, noch mehr Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Auch Mikrofon habe ich ja auch der gleiche bekommen wie Carsten. Ja, das hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Eine der wahrscheinlich unbeachtsamsten Sachen, die wir uns angeschafft haben, ist die Webcam. Webcam, ja, stimmt. Woran man so gar nicht denkt, aber die ist ja noch gar nicht so lange. Die haben wir zum Juli, 14. Juli oder so, haben wir uns die gekauft zum 100 Abonnenten-Special. Da haben wir ja unseren Livestream, liebe Leute. Genau, da haben wir einen Livestream gemacht. Wir haben natürlich keine weiteren Livestreams mehr gemacht. Das hat auch seine Gründe. Nicht, weil wir es nicht gekonnt hätten, sondern es liegt einfach daran, jeden Freitag Gronkh-Livestream. Jetzt momentan jeden Donnerstag Peetsmeet-Livestream. Und hier die, wie heißen die, Außenseiter oder sowas? Keine Ahnung. Machen auch einen Livestream irgendwie. Kann ich nicht. Und das ist halt, wir wissen nicht, erstens, mit dem Livestream, dann müssen wir hier an einem Rechner sitzen, weil wir kriegen hier keine zwei Rechner aufgebaut. Deswegen hatten wir uns eben diese Idee gemacht mit den Kanal-News, wo man uns dann eben auch mal hin und wieder sieht. Vielleicht nicht direkt live, immer einen Tag vorher, aber das ist ja für euch dann in dem Moment live. Und wir nehmen ja auch alles live auf, nur weil es nicht direkt gezeigt wird, ist ja, ne? Also wir haben uns dann eben die Kanal-News ausgedacht, wo wir dann immer wieder was präsentieren, zeigen, ankündigen und was weiß ich nicht. Wobei wir auch nicht sagen würden, wenn ihr jetzt sagt, wir möchten nochmal, dass ihr einen Livestream macht, würden wir auch natürlich logischerweise mal drüber nachdenken, vielleicht, dass ich hier mit einem Laptop sitze oder so, dass wir beide auf dem Schirm sind. Weil das war halt leider ein bisschen doof, weil mein PC ist hier ganz auf der anderen Seite, rechts, links, für euch rechts, aber von mir aus jetzt links, von der Sichtweise her. Und das war halt ein bisschen blöd und das heißt, man müsste hier vielleicht mit dem Laptop sitzen oder so. Aber wie gesagt, wenn das euer Wunsch ist, dass wir nochmal irgendwie ein Livestream machen sollen, dann sind wir, glaube ich, die Letzten, die da sagen. So sieht's nämlich aus. Ja? Das ist nämlich, aber dazu kommen wir später im Verlauf der Sendung, nennen wir es jetzt einfach mal Sendung oder Folge oder wie auch immer, kommen wir dazu nämlich nochmal zu sprechen zum Livestream. Das jetzt nur mal als Randinformation. Jo. Ja, was, womit geht's weiter? Es geht natürlich weiter mit dem nächsten Einspieler, und zwar Jackin. Ja. Aber bevor der Einspieler kommt, sagst du uns noch was dazu. Ja, Jackin ist ein Point-and-Click-Adventure-Spiel. Die seid ihr ja mittlerweile von mir gewohnt. Obwohl das noch nicht mal mehr beabsichtigt ist. es geht sich um einen jungen Abenteurer, das spielt so ja 19. Jahrhundert. Müsste eigentlich sein. Du bist ja noch nicht so weit. Ich habe das ja schon mal weitergespielt. Aber da sind Luftschiffe. Also da sind die ersten Luftschiffe. Und das sind, ich glaube aber, das erste Luftschiff war 19. Jahrhundert. Ja? Ja, ich meine schon. Das war vorm Auto, wenn ich mich richtig erinnere. Achso, Zeppeline, sind diese großen Zeppeline. Ja, stimmt, mit Luft, ne? Ja. Mit Luft. Ja, können, ja, sagen wir mal 19. Jahrhundert, da spielen wir einen Abenteurer. Der recht witzig ist von seinen Sprüchen her, der total bekloppte Menschen kennenlernt. Und ja, ich bin zwar leider noch nicht so weit wie mein Bruder, aber ich habe halt ein bisschen mehr Zeit schon investiert. Ja, bei mir war das jetzt durch. Ja, da kann ich auch mal eben meine Freundin grüßen, die mich immer dazu zwingt, das Spiel zu spielen. Nein, natürlich, ich mache das natürlich gerne, aber sie ist halt immer so der Faktor, warum ich solche Spiele spiele, weil von mir aus, ihr wisst ja, was ich für Spiele spiele. Ja. Da ist dann so ein Jackin vielleicht nicht mein größter Favorit. Ja. Und ja. Mehr kann ich leider noch nicht dazu sagen, weil wir sind noch im zweiten Kapitel. Und mir geht es jetzt gerade erstmal wieder gut. Mir ging es nämlich gerade eben noch nicht gut. Das heißt, ich konnte auch noch nicht weiter aufnehmen. Und ja, da würde ich sagen... Einspieler? Einspieler. Genau, dann schaut's euch mal an. Film ab.
Das passiert, wenn man keine Schulden zahlt. Für eine Freakshow werde ich dich jetzt vorbereiten. Oh, ich glaube, die Antwort war nicht so. Ah! So geht man mit bösen Menschen um. Können Sie mir helfen? Ich suche einen englischen Geheimagenten. Geheimagent? Hier gibt es keine Geheimagenten. Verschwinden Sie! Sorry, ich habe gerade was gefunden. Wir gehen wieder, wie immer, von oben nach unten runter. Zu guter Letzt sehen wir noch einen Geheimagenten, der als Mexikaner verkleidet ist. Albern, Herr Agent. Also, Mr. Keen, Sie sind offenbar neu und kennen sich mit Geheimagentenangelegenheiten nicht aus. Bei geheimen Dingen ist es am wichtigsten, dass sie geheim bleiben. Und solange verdächtige Subjekte umherschleichen, rede ich mit niemandem. Diese Subjekte sind meine Crew. Das ist mir egal. Ich werde mich erst mit ihnen unterhalten, wenn wir hier ungestört sind. Ja, kleine Kommentare noch dabei gegeben. Ja, minimal. Damit man mit, das war das einzige... das ist der einzige Einspieler, wo ein bisschen mitkommentiert wurde, weil wir da eben Szenen zusammengeschnitten haben und nicht eine aneinanderhängende Minute genommen haben. Hatte natürlich den Grund, dass bei Point and Click ist es immer so eine Sache. Ist schwer. Szenen festzuhalten. Und wenn man dann eine Minute nimmt, dann kommt man entweder in einen Dialog rein oder man kriegt den ganzen Dialog nicht drauf oder sonstiges. Ja. Und dementsprechend haben wir dann uns drei Szenen ausgesucht, die uns in Erinnerung geblieben sind. Und diese dann kurz mit knackigen Kommentaren von der Steffi aufgepeppt haben. Ja. da hat man natürlich auch viel Spaß mit, weil das ist gar nicht so einfach. Nee, gar nicht. Glaubt man nicht. Also das Filmgeschäft hat schon einiges zu tun. Das muss man denen mal eingestehen. Ja, es ist echt schwer, ganz schwer. Ja. Ja, das war die Rubrik, Was war? Und damit kommen wir in die nächste Rubrik, und zwar, was wird? Ja, was wird denn? Was wird mit unserem Kanal? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die auch euch interessieren könnte. Was war, das habt ihr mitbekommen, oder vielleicht die, die jetzt neu dazugekommen sind, eben nicht, oder hat es nicht interessiert oder so. Aber was wird sein? Ja, da haben wir uns jetzt natürlich auch ein paar Sachen überlegt, und zwar würden wir da gerne über Spiele reden. Mhm. Was machen wir auch sonst? Wir reden natürlich über Spiele. Was kommt noch von uns als Let's Play? Und wir reden über Spiele, was kommt schon sehr bald und was ist vielleicht noch etwas weiter weg, muss man halt schauen. Ja. Und wir kommen auch zu momentanen Spielen, die noch laufen, wo wir etwas erweitern wollen. So, das nur mal als grober Überblick. Ja. Und wir fangen natürlich wieder mit dir an. Ja. Und immer ich. Zwar kommt... Ja, Jack Keen 2, das Auge des Schicksals, das ist... wird der Nachfolger von dem jetzigen Jack Keen werden. Es hat folgenden Grund, ich wollte erstmal mit dem älteren Jack Keen anfangen, weil ich nicht wusste, hängen die zusammen von der Geschichte her. Und bevor ich irgendwo mittendrin anfange und worum geht es sich überhaupt, wird Jack Keen 2, denke ich mal, direkt im Anschluss zu dem ersten Jack Keen folgen. Also, wenn ich mir mal das so überlege, was ich gut finde mit dem, ich fange ja auch mit Jack Keen 1, habe ich jetzt auch angefangen zu spielen. Und ich persönlich muss sagen, die Figur Jack Keen lernt man schon gut kennen in diesem Spiel, in dem ersten Teil. Deswegen glaube ich, ist das keine schlechte Wahl gewesen, den Teil vor dem Auge des Schicksals zu spielen. Ja, glaube ich auch. Ob das, also Jack Keen 2 kann man es natürlich nicht nennen, aber es ist halt der zweite Teil von Jack Keen, weil da steht kein Jack Keen 2 drauf, deswegen waren wir auch gleich irritiert, welcher vor dem anderen war. Aber als wir dann gesehen haben, dass es eine Collector's Edition ist, die wir da noch hatten, mit Unterschriften und Soundtracks ja, und sowas. Ja, Unterschriften bei... Ja, unglaublich, ne? Unglaublich, ja. Ja, auf jeden Fall wussten wir dann nicht, ist das 2 oder... nicht, ist das ein eigener Teil und deswegen erstmal Jack Keen. Oder so hat sie gewählt, nicht ich. Ich habe damit nichts zu tun. Das ja, ist halt ich hatte ihre Wahl. So gewählt. Ich dachte, wenn das anhängend ist, dann soll das auch so sein. Ja. Damit man nicht irgendwie da so reingeschmissen wird. Genau. Ja. Ja, das ist das, was jetzt erstmal Steffi angeht. Und jetzt kommen wir etwas, was mich angeht. Und das wird schon sehr, sehr bald auf unserem Kanal sein. Das kann ich hiermit ankündigen. Ja. Und zwar, oh scheiße, jetzt habe ich das Datum vergessen, heute ist Dienstag. Der 1.1. Dienstag, das heißt, es müsste der 7.1. sein, ist jetzt richtig? Ich guck mal gerade nach, ja, der 7.1. Am 7.1. erscheint folgendes Spiel.
Und da flog schon einer runter. Einmal durch die Solaranlagen durch, scheiß drauf. Scheißegal, halt das Ding ruhig! Was hier abgeht, Leute. Komm schon, runter, runter, runter mit dir. Jawohl, und du da auch. Oh oh. Jawohl, ach, der andere lebt auch noch, oder was? Scheiße, seht ihr das auch? Jo, Sandsturm, wehrt sich schnell. Roms! Dann bring uns hin! In den Sturm, spinnst du? Werden wir sehen. Spinnst du? Werden wir sehen. Auf jeden Fall schon mal eine coole Socke, die wir hier spielen. Wow, 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 wow. Krasses Spiel, ey. Hier geht ja schon direkt die übelste Action ab. Oh oh. Oh Gott. Ja, Spec Ops The Line. So heißt das Spiel, was hier bald auf unserem Kanal erscheint. Es war, es ist eine Szene aus dem Anfang, aus den ersten 5 Minuten des Spiels. Und ich war schon so reingerissen in dieses Spiel. Und ich wollte direkt weiterzocken. Ah, weißt du? Also das Spiel macht mega Laune. Und ich hoffe, ja, sieht geil aus. Ja, also optisch gesehen ist es auch ein super Spiel, macht super Laune und ich habe gedacht, es wäre ein Eco-Shooter, dabei ist es ein Third-Person-Shooter à la Dead Space, also hola hola. Ich hasse eigentlich Third-Person-Shooter, aber das Spiel ist mega gut. Ja. Nur der Multiplayer ist kacke, eben Third-Person-like, weil man kann ja immer so um die Ecken gucken und das versaut ein bisschen das Spiel, finde ich. Das kannst du ja beim Ego-Shooter nicht, da kannst du nicht dich so vor eine Wand stellen und dann guckst du so um die Ecke rum, das geht ja nicht, ne? Das kannst du aber durch dieses Third Person kannst du ja die Kamera so drehen und dementsprechend ist es dann, ne? Aber das Spiel macht unheimlich Laune. Das ist super, das Spiel. Vielen lieben Dank an meine Freundin, weil die hat mir das zu Weihnachten geschenkt. Und ja, also Spec Ops The Line ab 7.1. täglich bei uns auf dem Kanal. Uhrzeit steht noch nicht fest, weil wir nicht wissen, was noch für Projekte kommen, gehen und wie auch immer. aber das habt ihr dann auch wieder auf unserem Kanal. Mhm. Also in diesem Upload-Tabelle-Plan-Gedöns, ne? Wisst ihr ja. Schaut einfach mal die Tage rein, da wird das aktualisiert. Ja, und jetzt kommen die Überlegungen. Was kommt noch? Das ist jetzt die nächste Rubrik, damit ich das einleiten. Wir hatten jetzt Jackin 2, das Auge des Schicksals. Dann Spec Ops The Line, das ist dann mein neues Projekt, was dann kommt. Solo. Und jetzt kommen noch ein paar weitere Solo-Projekte, weil Together-Projekte haben wir ja noch Torchlight 2 und das wird noch Stunden laufen. Oh ja. Und zwar fangen wir wieder mit Steffi an. Ich komme wieder. Das hat sie, glaube ich, als Kommentar geschrieben bekommen. Ja, ne? Ich hatte vor 2 Tagen, glaube ich, einen sehr lieben Kommentar bekommen von Annalisa. Vielen Dank nochmal, falls du das sehen solltest. Und zwar hat sie mir bei Captain Morgan, da war ich ja tierisch überrascht, hat sie mir geschrieben. Und zwar gibt es noch irgendwie ein, ja, nicht einen direkten Nachfolger von Captain Morgan, aber kann man schon als Nachfolger sehen, gibt es ein Spiel, das heißt So Blonde. Habe ich mal bei Amazon ein paar Bilder angesehen und es sieht wirklich so Morgan-mäßig aus. Und da kann ich mir das aber wirklich gut vorstellen, dass das auch Let's Play wird. Ja, also Lisa... Hast du gesagt? Hieß die? Lisa? Lisa. Lisa. Also Lisa, danke für den Vorschlag. Eure Vorschläge kommen bei uns immer an. Wir haben eine Upload-Tabelle, wollte ich schon sagen. Wir haben natürlich eine User-Wunsch-Tabelle eingerichtet. Ja. Seit dem ersten Wunsch, der von euch geäußert wird. Es kann natürlich sein, dass es eine Zeit lang dauert, bis dann dieses Projekt kommt und ihr dann vielleicht dann schon gar kein Interesse mehr habt, das bei uns zu gucken. Das ist auch möglich. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass wir die Projekte, die wir ja schon haben, erstmal zu Ende machen. Wir können ja nicht 5 Projekte parallel, wir sind halt nur so 2 Leute. und wir haben ja schon viele, ne? Ja, wir haben ja schon sehr viele Projekte. Und damit habt ihr jetzt mal ein Projekt, das ist dann von den Usern gewählt worden. Und ihr hört, Steffi überlegt sich das vielleicht auch zu Let's Playen. Ja. Da habt das, so geht's weiter. Jetzt geht's weiter mit mir, denn ich habe auch eine Überlegung eines weiteren Let's Plays, wobei wir da noch nicht sicher sind, ob es ein Solo- oder ein Together-Projekt wird. Und zwar ist das Walking Dead oder The Walking Dead. Alle 5 Episoden, ich habe sie zu Hause.
Und ich will auch spielen, aber ich muss erstmal Spec Ops jetzt zu Ende machen und dann kommt Walking Dead dran. Aufgenommen wird's wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil ich nicht kann halt noch nicht so ganz einschätzen. Das ist so ein eigenes Spielstil und ein eigener Spielstil, muss ich sagen. Und das ist dann, weiß ich noch nicht, ob ich das Let's Playen soll oder nicht. Und ob wir es dann zusammen machen oder nicht. Das ist dann so eine Sache. Ja, und dann noch, das wird aber erst sehr, sehr weit weg liegen, noch ein Spiel von Steffi. Und zwar ist das End of Deponia, also der dritte Teil von Deponia. Da wurde ja schon bekannt gegeben, dass das erst im Herbst diesen Jahres erscheinen wird. Das heißt, wir haben dann noch ein Dreivierteljahr Zeit. Ja, also bis dahin wird dann also noch Jackie und Jackie 2 laufen. Ja. Und dann kommt wahrscheinlich erst End of Deponia. Hoffentlich kommt das auch hin, aber das müsste hinkommen. Hinkommen und wenn nicht, End of Deponia, sobald es da ist, wird's gezockt. Also mich haben die ersten beiden Teile so angetan. Ich fand das Spiel einfach super und der dritte, der muss her. Am besten gestern schon. Naja, da hört das, ne? Also Deponia 3 auch hier auf dem Kanal, auch wenn wir natürlich den größten aller Favoriten da mit haben. Das ist Gronkh. Kann man da leider nichts machen. Kann man leider nicht wegwischen. So ist es eben, aber vielleicht für die Leute, die hier gerne Point-and-Click-Adventure bei uns auf dem Kanal gucken. Deponia 3, auch hier wird's laufen. Auf jeden Fall. Neben den vielen anderen Point-and-Clicks, die wir ja schon haben. Ja, ich will eigentlich gar nicht mehr diese Point-and-Clicks machen. Also nicht mehr ist übertrieben. Mal was anderes machen. Aber irgendwie doch. Also ist komisch, ist das. Ich würde auch gerne mal so einen Shooter machen oder irgendwas anderes, aber irgendwie kommt das immer so dann dazwischen. So ist das, ne? Ja. So, und jetzt zum letzten Thema, was wird? Und das betrifft jetzt allerdings wirklich nur mich und meine Siedler 7 Zuschauer. Was wird? Ja, wurde mir schon mehrfach jetzt gestellt, diese Frage unter den Siedler 7 Folgen, als Kommentar. Und was wird, ist ganz klar, wir machen weiter, hallo? Natürlich geht's weiter. Hallo. Und da wurde mir jetzt natürlich ich hab da jetzt so eine Überlegung, ne? Also, hab ich jetzt. Hast du jetzt? Ja, ich will die, glaube ich, auch mitteilen. Und zwar, blende ich jetzt mal folgende Grafik ein. Jetzt werden wir mal kurz nicht zu sehen sein. Und zwar geht es da um die Kartenblöcke. Ich habe jetzt Kartenblöcke gemacht und dies ist der erste Kartenblock, den ihr jetzt sehen könnt. Und zwar ist das Mordsweller, Stürmische Tiger und Siedepunkt. Das sind drei Karten von 27. Ich habe sie alle gezählt. 27 Karten und es gibt 9 Kartenblöcke à 3 Karten. Und ihr, liebe Leute, dürft wählen, welches dieser Karten wollt ihr zuerst sehen und welches zu zweit und welches zu dritt. Also am besten schreibt ihr einfach, welches ihr am liebsten hättet. Dann zähle ich die Dinger und dann das mit den meisten Stimmen wird halt als erstes gespielt, mit den zweitmeisten als zweitens und mit den wenigsten als letztes. Und dann kommt die Besonderheit. Und zwar, jedes Mal, wenn ich einen Kartenblock abgeschlossen habe, spiele ich ein Imperiumsspiel. Das wurde mir nämlich schon gesagt, ich soll doch mal eine Imperiumsschlacht machen, weil es da nur einen einzigen gäbe, der das auch aufgenommen hätte. Und erstmal will ich was dazu sagen. Leute, vergleicht mich nie wieder mit diesem Fuzzi, der kann gar nichts, ja? Ach, den haben wir mal gezeigt. Ja, genau, den ich dir gezeigt habe. Doch, also, das will ich mir hier, verbiete ich euch, Leute. Ne? Also, so braucht ihr mir nicht kommen. Also, es gibt hier diese drei Karten. Da wählt ihr jetzt hier als Kommentar unter diesem Video, dürft ihr jetzt wählen und schreibt mir einfach, welche Karte ihr als erstes sehen wollt. Haben wir diese drei Karten abgeschlossen, spiele ich ein Imperiumsspiel. Ob ich es gewinne oder verliere, werden wir dann sehen. Ja. Machen wir das einfach so weiter. Das heißt, es wird jetzt immer 9 mal 3 Karten geben und dann 9 Imperiumsschlachten. Immer im Wechsel. Ja. Ich denke, das ist im Interesse aller Siedler 7 Fans. So, damit sind wir auch wieder auf dem Schirm. Während Steffi anfängt zu trinken. So ist das eben. Ich gucke dir jetzt noch schön dabei zu. Ja, das jetzt noch so zu dem Thema. Also Leute, einfach abstimmen und wenn ihr irgendwas im Verlauf dieser Sendung natürlich loswerden wollt, schreibt es in die Kommentare und gebt uns Feedback, denn das ist das, was wir brauchen. Besonders jetzt bei 230 Abonnenten wird es etwas kniffliger, alle unter einen Hut zu kriegen ja, und mit neuem Stuff zu versorgen.
So, und damit kommen wir zum allerletzten, zur allerletzten Runde. Mir ist noch was eingefallen. Ich weiß nicht, ob wir das auch mit reinbringen sollen. Ach so. Nee, würde ich nicht. Okay. Das machen wir dann in den folgenden News. Okay. So, jetzt seid ihr natürlich gearscht, weil ihr seht es nicht. ja, genau. Jetzt kommen wir zur letzten Rubrik und das nennt sich Einjähriges. Wir feiern einjähriges Bestehen des Kanals am 12.02.2013. Ja. Ungewohnt, diese 13 jetzt zu sagen. Es ist ein Unglücksjahr, Leute. Und am 12. Februar 2013 gibt es also ein einjähriges Special von uns. Jetzt haben wir natürlich die Frage an euch. Was stellt ihr euch an, vor? Also Gewinnspiel wird es auf jeden Fall geben. Das steht fest, ja. Das haben wir uns zumindest schon so fest hinter die Ohren geschrieben. Nein. Auf jeden Fall gibt es ein Gewinnspiel. Nur jetzt ist natürlich die Frage, machen wir das Gewinnspiel zum Beispiel live im Livestream? Oder machen wir nur ein Gewinnspiel? Oder wollt ihr irgendwie, dass von einem Projekt irgendwie noch was gezeigt wird? Oder mehr Extra-Folgen oder sowas von irgendwas? Oder was ihr wollt, wie ihr wollt, überlegt euch was und wir suchen uns dann das Schönste davon aus oder das, was am meisten gefordert wird. Wir haben zwar auch schon ein paar Ideen, aber wir hatten gedacht, dass es vielleicht ein bisschen schöner und Community näher wäre, wenn wir einfach sagen, ihr dürft entscheiden, was läuft am Einjährigen, wie läuft es am Einjährigen und ja, dann... Ich weiß gar nicht, was für ein Tag das überhaupt ist, der 12. Den weiß ich überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich schreibe da in der Ecke auch irgendeine Prüfung. Ich hoffe, es ist nicht am 12. selbst. Dienstag. Nee, ich schreibe am 13. die Prüfung. Das ist ja schon mal geil, einen Tag vor der Prüfung nochmal abchillen. Ja, müssen wir gucken. Ja, gut, also am 12. ist auf jeden Fall unser Einjähriges. Es kann auch sein, dass wir dann an dem Wochenende Livestream machen oder vielleicht an dem 13., wenn ich meine Prüfung hinter mir habe, weil das ist immer so ein Druck, wenn man Prüfung hat. Ja, einen Tag vorher. Aber das gucken wir auf jeden Fall. Wird es irgendwas am 12.02. geben? Ob es nur ein Gewinnspiel ist und der Livestream später oder ob ihr was anderes wollt, was auch immer, ne? Sucht es euch aus, schreibt uns Kommentare. Das ist das, was wir brauchen. Ja, ihr habt es in der Hand. Ja, so sieht's aus. Und wenn ihr nichts schreibt, dann suchen wir uns nämlich was aus. Ja. Und also, ob es euch dann gefallen wird, dann... ich würde auch sagen, dass wir da so ein Limit setzen. Ja, das Limit setzen wir aber später. Das brauchen wir jetzt nicht hier mit dem Gewinnspiel meinst du jetzt? Nee, wie die das... bis wann die sich das aussuchen dürfen, weil wir brauchen ja auch eine gewisse Zeit. Wenn ich meine, wir haben jetzt den 1.1., wenn das rauskommt, haben wir den 2.1., das ist jetzt ein Monat, habt ihr jetzt Zeit. Ein Monat habt ihr Zeit, aber ich glaube, in einer Woche kommen hier eh keine Kommentare mehr drunter, von daher hat sich das dann erledigt. Also ihr schreibt einfach, wenn ihr was wisst, schreibt was drunter und dann hat sich die Sache und wir sind glücklich, dass ihr was geschrieben habt und können dann dementsprechend agieren. Ja. Ne? Ja, damit kommen wir zum Ende. Leider. Es ist vorbei. Ich bin noch nicht mal sicher, ob wir das Kanal News 13 nennen oder die Yabu LP Show oder so. Nee, es wird natürlich Kanal News 13 heißen. Ja, diesmal eine ganz lange Kanal News. Wir haben uns ein bisschen was einfallen lassen. Wir haben ein bisschen was gemacht für den ersten... Das wollte ich schon sagen, für den 1.1., das ist jetzt der 2.1. Für den 2.1. diesen Jahres, für die erste Kanal-News überhaupt in diesem Jahr. Und für die 13., weil es so eine schöne Zahl ist. Die 13. Kanal-News 2013, ist das nicht schön? Ja, ne? Also... Schöner geht's auch gar nicht. 13, wunderbar. Ja. So, und damit sind wir jetzt raus. Wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten. Wir haben alles gezeigt, was wir zeigen wollten. Ihr habt genug Materialien, ihr habt... Stuff ohne Ende. Jetzt liegt's an euch. Was kommt, was wird, was war, was bleibt, was geht. Das sind alles so Sachen, mit denen wir uns jetzt hier beschäftigt haben. Ja. Und ich hoffe, oder wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Und wir konnten euch wieder ein wenig unterhalten hier mit unserer Kanal-News-Show. Ich nenne es jetzt mal Kanal-News-Show. Das ist doch schön. Ja. Ne? Und ja, schaltet wieder ein. Bei irgendeinem Let's Play, bei irgendeiner News, bei irgendwas, schaltet ein, wenn ihr wieder Bock auf uns habt. denn das sind Sachen, die uns natürlich immer sehr freuen, wenn wir Kommentare bekommen. Ja, das ist wenn wir schön. Sehen, dass Folgen aufgerufen werden. All so ein Zeugs.
Wir bedanken uns natürlich an dieser Stelle an 230 Abonnenten. Wir wissen ja nicht, wie lange diese Zahl noch bestehen bleibt. Ja, werden wir sehen, ne? Kann ja sein, dass dann morgen YouTube kommt und sagt, haha, Arschkriecher, ihr habt nur 180. Wer weiß das? Das wissen wir nicht. Wir sind allerdings optimistisch, dass die 230 stimmen und dass wir das so hinnehmen dürfen und bedanken uns dann an dieser Stelle nochmal an alle. Ja, wirklich recht herzlich an alle von euch. Und natürlich bedanken wir uns fürs Einschalten. Ja. Ne, dass ihr wieder dabei wart, weil wenn ihr das jetzt hier seht, dann habt ihr ja zwangsweise auch eingeschaltet. Soll man ja meinen oder davon ausgehen. Wir sind damit raus. Ja. Und sehen uns dann in einem der Let's Plays. Alles klar. Tschüss. Tschüss.